Ich glaube, ich sollte für die zweite Runde mal ein bisschen nach da drüben gucken. Wir kriegen immer so wenig mit. Obwohl, dann halte ich den Text ins Bild. Egal. Das machen wir jetzt. Ich weiß gar nicht, ob ich den Text schon gelesen habe. Hier in Essen habe ich schon gelesen, hier vor Ort auf dieser Bühne, glaube ich, hoffe ich nicht. Ich studiere in Bochum. Und da gibt es ja das Bermuda-Dreieck. Das ist so unser Kneipenviertel. Und ich sag's immer auf die gleiche Weise ein, aber da kann man schon mal verschütt gehen. Und eines Nachts auf dem Weg nach Hause philosophierte ich da über diesen Abend. Schon prinzipiell keine gute Idee. Aber folgender Text ist im Prinzip in den Nachwehen entstanden. Das Ganze heißt, achso, ich habe mich auch schon warm getrunken quasi für diesen Text. Ne? Was sein muss, muss sein. Der Text heißt Der gestiefelte Kater oder eine dadaistische Dichtung über den Dandyismus des deutschen Disco-Gängers. Letztens auf dem Weg nach Hause war ich noch nicht ganz bei mir. Da dachte dieser deutlich dehydrierte Dickschädel, durch dumpfes Dröhnen destabilisiert, wohl doch wieder zu viel Feenstaub. Kein Wunder, dass ich wie ein Spasti durch die Gegend laufe. Wann hört die Welt sich um mich zu drehen auf? Ich bin noch gar nicht so egozentrisch. Und wieder mal ward mir widerwillig die Wahrheit bewusst. Beule meiner, du bist betrunken. Und du laberst im Suff, sogar noch mehr als sonst. Ich hatte Lust, mich zu übergeben. Doch wie ich schon am Bürgen war, wuchs plötzlich ein anderer Gedanke. Hey, Moment, du Depp. Die Drinks in dieser dämlichen Dudeldisco waren so piss-scheiß-teuer. Ja, verdammte Nazi-Kommunisten, piss-scheiß-teuer! Die kotzt man nicht einfach so wieder aus. Also wirklich Wut im Brand, wiederkäuermäßig wieder hinunter, was ich schon für den Ausruf vorbereitet hatte. Ich war sauer, nicht nur im Rachenraum. Ich hatte Kopf, Kehle, Kapuzen, Muskel, Knie und Knöchel, kurz gesagt Körper. Und keine kleinen, kompakten Kopfschmerzkiller konnten sich in meinen Klamotten finden. Verdammt! Ein sichelförmiger Schmerz schnitt durch meinen Schädel. Von der linken Schläfe über den rechten Wangenknochen hin zu den linken unteren Backenzähnen. Autsch! Ich brauchte Beschäftigung bis Besserung oder ich bei mir eintreten würde. Ich stammelte stur stereotypische Stierblüten meiner Straßenkultur vor mich hin und starkste stolpernd dem Standort meiner studentischen Stube entgegen. Auf das rigorose Rezitieren rüpelhafter Rap-Texte reagierte mein Kopf allerdings mit absoluter Ablehnung. Und sogleich sank wieder die sinnbildliche Silbersichel meines Entzugs schmerzschirmt durch meinen Schopf. Shit! Kein sonderlich genialer Gedanke. Gab ich genervt, gestikulierend von mir und vergrub mein Gesicht im Gefäß meiner Hände. Toll, dachte ich. Und du willst einen von Deutschlands Dichtern und Denkern darstellen. Doch die den Datenstrom durchziehenden Darstellungen deiner Dancehall-Dates sind wie Dias zu einer dadaistischen Dichtung über den Dandyismus des deutschen Disco-Gängers. Übertrieben und sinnfrei. Übertrieben sinnfrei. Doch da Deutschlands Horizont eh nur von Party zu Party reicht, drehst auch du dich mit Reis. Es war von Disco zu Disco, von Disco zu Disco, von Disco zu Disco, bis die Sonne aufgeht. Doch Bezüge zu FA oder zu Topfzeilen können weder dein Wesen noch deinen schmerzenden Kopf heilen. Als wollte mein Körper dies unterstreichen, schossen neue Schmerzensblitze durch mein gebeuteltes Haupt. Na, Hauptsache, dachte ich. Kann denn dieser Kackkater nicht kommen, wenn ich komatös auf dem Kanapee verreckt bin? Aber anscheinend hatte mein Assi-Alkoholenzug andere Pläne mit mir, als sich anzuschleichen, wenn ich auf unserer außerordentlich komfortablen Aussie-Couch angekommen, alle Arme und anderen Extremitäten ausgestreckt und die Augenlider auch bedeckt, seine Ankunft als angenehmer ansehen würde, da ich dann schon im Delirium liegen und nichts mehr mitkriegen würde. Tja, c'est la vie, brachte mein vor Schmerz brennendes Brain hervor. Besser du bleibst bis zum blöden Block bei der Stange und bewegst brav beide Beine bei beschleunigtem Tempo. Beeil dich, Beule, dein Bett bietet bald benötigten Raum für Schlaf. Bewusst redete ich mir gut zu, denn das nicht ganz billige Besäufnis in Bochums Bierbuden und Belustigungsbauten-Bastion, die Bermuda-Dreieck, hatte bereits bewirkt, dass mein Kurs eine kontinuierliche Kosinuskurve beschrieb. Ich watschelte wankend weiter den Vektor meiner Wegrichtung an den Wendepunkten der Wende... Ich watschelte wankend weiter den
Vektor meiner Wegrichtung an den Wendepunkten der Wende meines Weges wiederholt wandelnd und wunderte mich, warum bei mir ähnliche Events eigentlich einheitlich ein eher erschütterndes Ende nehmen. Plötzlich packte mich ein popfortunöses Gefühl von Peinlichkeit, denn durch meine pure Präsenz passieren oft peinliche Partypannen plus plagende Pleiten. Beispielsweise propagierte ich bei einer Piratenparty nach dem Genuss einer Palette Pilz und ein paar Pullen Prosecco protzen die Perfektion meiner Person, bis das Personal, provoziert durch Proteste anderer Partypilger, panisch die Prügelproletenpartei des am Eingang postierten Personenschutzes rief. Die angeforderten Anabolika-Haften arrangierten dann auch augenblicklich meinen Abgang. Die Erinnerung an derartige Ereignisse erweckte in mir mächtigen Missmut. In meiner todtraurigen Tristesse über tunlichst zu unterlassene Tätigkeiten des tölpelhaften Tunichguts, der ich bin, torkelte ich kurz vor Tagesanbruch in meinen Trödeltretern über Trampelfahrt des noch nächtlichen Großstadtschulens. Und der nahende narkotische Niedergang meines neuronalen Netzes musste nur noch die nichtige Nichtigkeit des Nachhausewegs erwarten. Ich irrte irritiert in irgendeine Richtung mit der Intention, immanente Indizien über die Länge der verbleibenden Wegstrecke zu finden. Doch meine von völliger Volltrunkenheit voll verzerrte Wahrnehmung verhinderte eine vollständige Verortung meiner selbst im Stadtbild. Und auch der durch die Decke von Wolken winkende Vollmond vermochte es nicht, die Situation zu verbessern. Zuzüglich zum Ziehen in zahlreichen Partien meiner Muskulatur und dem ziemlich zermürbenden Schmerz im zerebralen Zentrum zeichneten sich jetzt also auch noch ordentliche Orientierungsschwierigkeiten ab und ordneten sich in die Orgie der organischen Rebellion ein. Ob ich ohne Ohnmachtszwischenfälle zu Hause ankommen würde, war weniger vage, als ich in der rechten Ecke einer Bushalte plötzlich zum Liegen kam. Spontane und unerwartete Emphase.